Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, es könnte sein, also ich weiß noch nicht, ob es so wird, aber es könnte sein, dass die Folge etwas kürzer wird, weil ich gleich weg muss. Aber wir versuchen jetzt erstmal das Sperrgebiet zu verlassen. Sobald ich nämlich hier aus der Mission raus kann und speichern kann, muss ich leider weg. Begib dich zu Floyds Apartment. Okay, da brauchen wir also ein Autochen. Da steht eins, so ein kleiner Smart. Den nehmen wir doch glatt mit. So, zack, eingestiegen. Ja, klar. So, Trevor ruft an. These photos, you've really stumbled onto something. The ship, Meriwether. Yeah, 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 I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah, of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. So, darf ich jetzt bitte das Radio ändern? Danke. Habe ich das Radio geändert? Ja. Und hier keine Claims kommen. So. Also wir wollen da jetzt scheinbar irgendwann bald irgendwas klauen. Und macht Trevor das allein oder ziehen wir da nachher auch noch Franklin und Michael mit rein? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Vielleicht mache ich die Folge auch doch eine Viertelstunde lang. Viertelstunde müsste eigentlich nur hinhauen. Das war jetzt mehr mit mir selbst gesprochen als mit euch gerade mal. Bitte habt weggehört. Hallo. So. Auto irgendwie. Fährt sich ganz okay, obwohl ich da gerade jetzt so... Das habe ich natürlich im richtigen Moment gesagt, wo das gerade so ein bisschen scheiße lief mit dem Fahren, aber war doch eigentlich, lässt sich das ganz nett steuern. Wo müssen wir hin? Rechts! Hier lang? Ja. Gleich wieder links die nächste. Boah, Spaß, die Lärm zu fahren, ey. Okay, der fährt sich doch. Boah, der fährt sich doch nicht so gut. Der bricht doch leicht aus. Upsi. Neben drei Menschen überfahren, aber stört keinen. Das ist GTA. Der hat mal abbiegen müssen. Dann fahren wir hinten. Geht auch. Fahren wir hier jetzt links. Dann die nächste rechts. Dann sind wir schon so gut wie da. Ist gerade ein Vogel gegen mein Fenster geflogen. Geil. Ist hier eine Markierung? Ne, die ist oben. Ne? Ja, die ist oben. So. Wie ist eigentlich jetzt... wie ist Wade? Ist der auch schon zu Hause? Oder müssen wir den gleich mal abholen? Oh, nein, er ist zu Hause. Name of all things holy. I tried to stop it, but it just kept coming and coming. Oh, it's there, Wade. Look, it's a Betty, you're just not cut out for honest work, all right? Did you get what you needed? Yeah, more or less. Yeah, I just got to figure out a place to plan this now. All right, this'll do. That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so.
That's low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Now! Schreibt er da die Tapete oder was? Oh ja, Tatsache. All right, so, based on my observations, I'd say these Meriwether security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? Chicago? Aight, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Wähle eine Methode, Frachter oder Hochsee. Hubschrauber und U-Boot, wir machen das. It's gotta be the container, right? Bestätigen. You and Floyd can help, and we'll bring along Michael and his unpaid intern. Okay, all right. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. No. Smell him. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide, huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Er will nicht baden gehen, wie cool. Wade ist der Knaller, ey. So, bestanden. Auskundschaften des Hafens. Missionszeit, Angestellter des Monats, perfekte Überwachung und ehrliche Arbeit, aber trotzdem nicht Gold. Das verstehe ich nicht. So, wir werden uns jetzt nochmal eben schnell umziehen. Können wir uns hier umziehen? Ah, wir rufen Michael an. Ah, Trevor. Hey. Mikey, hey, listen. Loving it here in LS. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, you bet it's okay. Listen, I gotta do a little prep work, but so far it's looking pretty tasty. I'll need you to bring along that kid you've been hanging with, Franklin. Okay, kann ich mich hier umziehen? Oh ja. Ich möchte noch mal eben was anderes anziehen. Jeansjacke und Jeans. Komm, wir ziehen das mal. Das sieht auf jeden Fall besser aus. So, und jetzt speichern wir mal das Spiel. Und dann beende ich diese Folge. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie lang die geworden ist. Aber sie ist was kürzer. Es tut mir leid. Aber ich muss leider wirklich weg. Aber da werdet ihr mit leben können. Die nächste wird wieder 20 Minuten. Keine Frage. So, dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei GTA 5 Story Mode. Macht's gut. Tschüsschen.